Wenn wir die Märkte anschauen, in Deutschland, aber auch international, die Marktentwicklung insgesamt im Bereich Content Marketing ist schon lange kein Buzzword mehr, es ist ein Gattungsbegriff. Die Amerikaner, die Kollegen in England und viele andere Verbände haben sich längst umbenannt und wir als größter Repräsentant in Europa mussten diesen Schritt jetzt einfach auch gehen, um die Zukunftsfähigkeit des Verbandes sicherzustellen. Wir möchten uns ganz bewusst für neue und auch andere Mitglieder öffnen. Die Digitalisierung und Crossmedialisierung unserer Märkte führt dazu, dass viele Spezialisten im Markt unterwegs sind, die wir gern für unseren Verband interessieren möchten, um uns inhaltlich und mit guten Cases auch auf die Zukunft vorbereiten zu können.